Diese Leute hatten nur eine Türkette angebracht, wollten sich wohl den Pizzalieferanten gut anschauen, bevor sie die Tür aufmachen. Okay, fein, sicher. Also zu diesem Problem. Dafür habe ich den Bolzenschneider dabei. Er öffnet die Tür ein Stück, da ist die Kette, ich schieb ihn rein und schnipp und rate mal. Ist nicht der Pizzamann. Jordi, das Problem. Komm schon. Das tun wir doch gerade. Wir sind mitten in der Auflösung hier, Pierce. Du weißt nicht zu schätzen, was ich für dich tue. Du merkst nicht, wie sehr ich mich um dich kümmere, oder? Wirklich? Ja? Du mir einen Gefallen. Beeilen wir uns. Wie viel Zeit haben wir? Nicht so viel wie nötig. Oh, diese Leiche da aus dem Stadion. Er ist nicht mehr so tot. Die Bullen haben ihn jetzt im Chicago-Gefängnis. Und oh, er spaziert jeden Moment ins Verhör und zeigt mit dem Finger. Auf dich. Wie konnte das passieren? Mach mich nur fertig. Toller Blick. Siehst du? Heute Morgen ging was raus. Einer bezahlt einen Haufen Dollar für die Aussage dieses Clowns. Und einer von den Typen leitet die Geschichte. Sieht aus, als müssten wir beide uns mal unterhalten. Ja, aber nicht wieder das mit dem leeren Magazin. Der arme Maurice hat sich vollgepisst nach deiner Show. Kümmere dich nicht um meine Methoden. Weißt du, wie man es benutzt? Bring deinen Arsch da runter, ich gebe Deckung. Und lass den Boss am Leben. Wirst ihn brauchen. Glaubst du? Mach viel schnell, okay? Meine Gastgeber jammern, davon bekomme ich Migräne. Und wenn ich Migräne kriege, Pierce, dann bin ich nutzlos für dich. Denkst du, du bist der Einzige, der schnell machen will? Was weiß denn ich? Empathie ist nicht deine Stärke, hm? Nicht unbedingt. Was ist mit dem Fixer-Auftrag? Was suchen die eigentlich? Dich. Jemand will den Rächer, und zwar dringend. Und sie wollen einen fingierten Gefangenentransport organisieren, um den Zeugen freizubekommen, der dich erkennt. Ich habe noch nie gesehen, dass sie so viele Leute einsetzen. Sie wissen, dass ich sie stoppen will. Hör zu. Der Zeuge kennt mein Gesicht. Wenn die Fixer ihn bekommen, wenn mein Name rauskommt, dann jagen sie meine Familie. Ah, das F-Wort. Du bist zu sentimental, Pierce. Das ist eine Schwäche. Irgendwann wird es jemand gegen dich nutzen. Ich decke dich, wo ich kann, aber ich sehe nicht alles. Na gut, legen wir los. Na, dann probieren wir es doch mal. Pass auf, du hast einen Fan. Ja, ich sehe dich, Freundchen. Die Frage ist, wie kommen wir hier rein? Netter Versuch, aber ich sehe dich. Könnte da ja nicht einfach reinspazieren, oder? Doch. Ach, da hat er einen platt gemacht. Der Gabelstapler auch. Das ist Ablenken. Okay. Okay, noch ist alles gut. Wir müssen jetzt vorsichtig vorgehen.
Noch sieht's gut aus. Allerdings sehe ich die Gegner auch gerade nicht. Lokalisieren ist gut. Ich habe hier nirgends eine Kamera. Ah, da ist eine. Kann Verstärkung rufen. Das sollten wir ja unterbinden. Ist der Typ. Da komm, irgendwo muss er doch sein. Der CTOS-Kasten. Ach so, Moment. Da war ich jetzt doof. Da muss er bei mir. Hoppala. Kann hier irgendwo sein. So, der geht hier hoch. Oder geht er hier runter? Mal noch ein bisschen ablenken hier. Den Knastjob erledigen. Den was? Keine Ahnung, wovon du redest. Lance Brenner. Wie geht's der Familie? Was soll das? Ich frage dich nach deiner Familie. Sieht so aus, als hättest du zwei Parallelleben. Familienmensch. Die Kinder gehen wohl bald aufs College. Teuer für einen Gewerkschafter. Fick dich. Und dann gibt es das zweite Leben. Geisterkonten mit einem ganzen Haufen Geld drauf. Hey. Wusstest du, dass dein Name bei verdammt vielen ungeklärten Fällen auftaucht? Die Bullen würden sicher gerne mit dir reden. Okay, warte. Willst du einen Teil von der Kohle? Das kann ich einrichten. Du verschwendest Zeit. Na gut, na gut! Knastjob? Das ist Angelo Tucci. Er ist in einem Konvoi, aber zu spät. Du findest ihn nie. Er sagt, dass ich ihn will. Ich wette, er hat Familie in der Stadt. Was willst du von seiner Familie?
Was verdammt stimmt nicht mit dir? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Wach auf, wir sind mehr Fixer am Anmarsch. Wie schlimm. Kennst du Kinderhook? Scheiße. Kommen denn da? Du musst immer mit dem Kopf durch die Wand, hm? Ich weiß, du musst jetzt los. Ich mach das hier fertig. Auch mich nicht verstecken. Findet mich ja sowieso nicht. Ich habe eine Möglichkeit. Hast du die? Noch einer. So, das war die Geschichte. Jetzt nichts wie weg hier. Geschichte. Hör mal, ich muss jemand anderen finden. Dieses Mal habe ich einen Namen, Helena Tucci. Sie ist mit einem Verwandten, den ich suche. Lebt sie in Chicago? Ja, ich brauche sofort einen Ort. Hab sie. Wow, sie hat mal einen digitalen Fußabdruck. Okay, heute Morgen hat sie was über ein Treffen vor dem Willis Tower gepostet. Okay, ich rufe an, wenn ich da bin. Vielleicht brauche ich Hilfe. Lass mal hinkommen.